Der Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen funktioniert nicht mehr gut. Wir haben dort starke Verwerfungen. Wir sehen, dass es eine Kassenart gibt, die viel mehr Geld bekommt als alle anderen Kassenarten. Das wird auf Dauer zu einem großen Problem führen. Ja, ich glaube, wir haben einen großen Skandal im Gesundheitswesen. Die Krankenkassen geben mittlerweile einen Haufen Geld, und ein Haufen Geld heißt ungefähr 1 Milliarde Euro dafür aus, um möglichst schwere Diagnosen zu bekommen, weil wir unmittelbar davon profitieren. Und ich glaube, dieses Geld auszugeben, um Diagnosen zu bekommen, statt dafür zu sorgen, dass Leute gesund werden, ist ein so großer Skandal, dass man das irgendwann mal abstellen muss, und das geht, glaube ich, nur über diesen Weg. Das Finanzsystem der Krankenkassen funktioniert ja so. Das Geld, was die Versicherten bezahlen, bekommen nicht wir, sondern geht in den großen Topf. Und aus diesem großen Topf wird das Geld an die Krankenkassen verteilt, und zwar abhängig davon, was für Diagnosen die Versicherten haben. Das heißt, die Krankenkasse bemüht sich, eine möglichst hohe Diagnose zu bekommen, weil dann kriegt sie mehr Geld. Das heißt, heute ist der Wettbewerb ganz allein darum, sich zu bemühen, dass die Versicherten möglichst teure Diagnosen haben. Denn dann kriege ich als Krankenkasse mehr Geld. Und ich glaube, das ist Wettbewerb, der ganz falsch ist. Wir brauchen Wettbewerb um die beste Versorgung, wir brauchen Wettbewerb um die geringsten Verwaltungskosten, aber nicht darum, wer es schafft, seine Versicherten möglichst krank zu machen. Diagnosen zu beeinflussen ist eigentlich relativ einfach. Also wir sehen zum Beispiel, dass viele Ärzte, die das wahrscheinlich bestätigen können, mittlerweile Besuch bekommen von Krankenkassen mit Listen von Patienten, wo drin steht, da ist Frau Meier. Bei Frau Meier hast du aufgeschrieben, die hat eine depressive Verstimmung, aber mal unter uns, Frau Meier hat auch eine Depression. Und da ist Herr Müller, der hat einen Diabetes, also eine Blutzuckererkrankung, aber der hat auch eine Blutzuckererkrankung mit einer Komplikation. Und so werden Listen durchgegangen, Patient für Patient, und wird diskutiert, ob man den nicht höher machen kann. Das ist eine Methode. Eine andere Methode ist ganz pauschal zu sagen, für bestimmte Diagnosen bezahlen wir einfach mehr Geld. Das heißt, wir machen einen Vertrag, da steht drin, wenn jemand Depressionen, Blutzucker etc. hat, kriegt der Arzt mehr Geld. Ende des Vertrages. Steht nicht drin, was man dafür macht. Der Grund ist natürlich ganz einfach, dann hat der Arzt sozusagen ein Incentive zu sagen, der hat diese Methode, diese Krankheit, weil er dann nämlich mehr Geld bekommt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Themen, wie man das tun kann. Alle sorgen aber dafür, dass Geld der Versicherten ausgegeben wird, und zwar nicht zur Versorgung der Versicherten, sondern um die Versicherten auf dem Papier möglichst krank erscheinen zu lassen. Nun, zum einen in der Tat mit Überredung, man geht eben hin und redet mit dem Arzt drüber, zum anderen in der Tat mit Geld. Diese sogenannten Betreuungsstrukturverträge bezahlen bestimmte Diagnosen. Das heißt, die Idee ist, gib dem Arzt Geld für eine bestimmte Diagnose, dann wird er sie auch häufiger aufschreiben. Und sozusagen die Kombination aus persönlicher Überzeugung und Geld führt dazu, dass wir bei vielen Diagnosen in der Tat eine explosionsartige Zunahme in den letzten Jahren sehen, die eigentlich mit reiner Krankheit der Bevölkerung nicht zu erklären ist. Es geht um extrem hohe Beträge. Was man für diese Codierbeeinflussung ausgibt, ist alleine mittlerweile 1 Milliarde Euro in den letzten 2 bis 3 Jahren. Die Beträge, die das aber auslöst, sind mehrere Milliarden. Also für eine Krankenkasse unserer Größenordnung macht das ungefähr 600-700 Millionen alleine für uns aus, dass über diese Codierbeeinflussung Gelder hin und her geschoben werden. Das betrifft vor allen Dingen Volkskrankheiten. Und das ist auch genau eins der Probleme. Wir müssen uns überlegen, ob wir diese Volkskrankheiten nicht vielleicht zu sehr werten im Ausgleichssystem. Das heißt, es gibt zu viel Geld für Volkskrankheiten und dafür Krankheiten, die sehr schwer und auch sehr teuer sind, Krebserkrankungen zum Beispiel, zu gering werten. Der Vorteil von diesen Erkrankungen ist nämlich aus systematischer Sicht, niemand fälscht die Krebserkrankung. Aber die Grenze zu sagen, depressive Verstimmung oder Depression ist halt doch eine relativ weiche. Depression ist eine schwere Erkrankung. Jemand, der eine depressive Verstimmung hat, diese Erkrankung anzudichten, überschreitet unserer Ansicht nach auch moralisch ganz eindeutig eine Grenze. Geld. Ganz unmittelbar Geld. Wenn man die Codierung beeinflusst, bekommt man Geld. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn wir eine 20-jährige Frau haben, die keine Erkrankung hat, bekommen wir eine bestimmte Zuweisung. Wenn die gleiche 20-jährige Frau eine Depression hat, bekomme ich etwa 1.000 Euro mehr. Das heißt, ich mache ganz deutlichen Gewinn dadurch, dass der Arzt aufgeschrieben hat, diese Patientin hat eine Depression. Und das sehen wir auch, wenn wir uns bestimmte Krankenkassen anschauen, die in den letzten Jahren das sehr aktiv betrieben haben, dann sind in ihrem Finanzergebnis über wenige Jahre auf einmal deutlich besser geworden. Na, sagen wir, mein Beliebtheitsgrad wird nicht steigen, aber ich finde, es ist extrem wichtig, das anzuprangern. Denn eine Krankenkasse, so wie ich sie sehe, ist die Interessenvertreterin ihrer Versicherten. Und die Versicherten zahlen das alles. Das geht ja nicht irgendwie, fällt nicht vom Himmel dieses Geld, sondern es ist Geld der Versicherten. Und ich glaube, es wird Zeit, dass da mal einer auftritt und sagt, das können wir uns als System auf Dauer nicht leisten. Nun, Sie müssen sich das so vorstellen wie im Kino. Wenn ganz vorne einer aufsteht und Sie wollen weiter was sehen, müssen Sie auch aufstehen. Wir sind also in einem System, wenn wir nicht mitmachen würden, würde der Beitragssatz für unsere Versicherten deutlich steigen. Mein Job ist dafür zu sorgen, dass der Beitragssatz und die Leistungen meiner Versicherten gut bleiben. Das heißt, jeder im System ist gezwungen, für Codierung Geld zu bezahlen.
Nicht jeder ist gezwungen zu bescheißen auf gut Deutsch, das muss nicht jeder tun, das tun wir auch nicht, aber die Versuchung ist relativ groß, aber jeder muss dafür bezahlen, richtige Diagnosen zu bekommen und das ist ein Skandal. Der Gesetzgeber ist hier gefragt, denn in der Tat müssen wir uns überlegen, ist der Risikostrukturausgleich, das ist der Mechanismus, nach dem Geld zwischen den Krankenkassen verteilt wird, richtig. Wenn der so manipulationsanfällig ist, dann muss man sich überlegen, wie muss man den ändern. Und da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, man kann die Volkskrankheiten etwas weniger raustun, man kann klar definieren, wie kodiert werden muss, das ist heute auch nicht festgeschrieben. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, der Gesetzgeber ist hier gefragt zu sagen, das System muss manipulationssicher gemacht werden.